Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist erneut als Generalsekretär der Kommunistischen Partei bestätigt worden. Wie erwartet stimmte das neue Zentralkomitee für eine weitere 5-jährige Amtszeit. Damit kann Xi im Frühjahr auch zum 3. Mal als Staatschef antreten. Das gab es seit Staatsgründer Mao Zedong nicht mehr. Unter Xis Führung wurde 2018 die Begrenzung auf 2 Amtszeiten extra abgeschafft. Join me in a warm applause. Alle 5 Jahre die gleiche Zeremonie. Die Tür öffnet sich, der neue Generalsekretär präsentiert seine Mannschaft. Jetzt ist es offiziell, Xi Jinping wird die Partei weiterführen. Es ist seine 3. Amtszeit. Und noch mehr lässt sich ablesen. Wer dem Chef auf die Bühne folgt, so die Tradition, wird nächster Ministerpräsident des Landes. Die Wahl fiel auf ihn, Li Qian, derzeit Parteisekretär von Shanghai. Er geriet in der Bevölkerung in Verruf durch den drakonischen, 2 Monate andauernden Corona-Lockdown in der Metropole im Frühjahr. Die Zustände waren teilweise chaotisch, Essen oft Mangelware. Doch Li Qian ist ein enger Vertrauter von Xi. Der schart nur loyale Gefolgsleute um sich und bereitet das Land auf schwierige Zeiten vor. Konfrontiert mit neuen Herausforderungen und Prüfungen auf der Reise, die vor uns liegt, müssen wir in höchster Alarmbereitschaft bleiben und nüchtern und besonnen sein wie ein Student in einer nie endenden Prüfung. Wie im Ständigen Ausschuss sind auch im heute gewählten 25-köpfigen Politbüro nur Männer vertreten. Der Jüngste ist 59 Jahre alt. Die Wahl der Führungsmannschaft zeigt, nicht die vorherige Regierungserfahrung ist entscheidend. Ausschlaggebend ist die Loyalität zu Xi. Es ist zu erwarten, dass diese Parteispitze die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft noch ausweiten wird. Alle Personen, die für mehr Marktwirtschaft und eine Abkehr von Null-Covid standen, sind in den neuen Führungsgremien nicht mehr vertreten.